So, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Präsident des Landesschulrates, ein wahrscheinlich jetzt noch ungewohnter Begriff für dich, aber wird sich schnell ändern. Also, darf ich sehr, sehr herzlich gratulieren. Ich habe Magister Heinz Zieht soeben vor dem Kollegium des Landesschulrates zum Präsidenten des burgenländischen Landesschulrates bestellt. Es hat laut Gesetz keine Wahl gegeben, sondern einen Vorschlag der stimmenstärksten Fraktion. Und aufgrund dieses Vorschlags wurde er von mir zum Präsidenten bestellt. So sieht es das Gesetz auch vor. Ich denke, dass Magister Zitz im burgenländischen Schulwesen einen ganz wesentlichen Bereich in unserem Heimatland Burgenland übernimmt. Der Bildungsbereich ist einer der wichtigsten Bereiche, den wir im Burgenland haben, weil Bildung die Grundlage für den Aufstieg eines Bundeslandes ist, einer Region ist, die Grundlage für den Aufstieg und für das Leben des Menschen ist. Wie kann ich mein Leben gestalten? Wie kann ich aufgrund meiner Fähigkeiten, Fertigkeiten einen Beruf ausüben? Und wie kann die Chancengerechtigkeit noch besser gelebt werden? Und wenn Magister Heinz Zietz hier Präsident wird, dann kann ich auch sagen, dass in den letzten 11 Jahren unter dem Präsidenten Dr. Resch sehr viel Positives erreicht wurde. Und wir gehen von einem sehr hohen Niveau im burgenländischen Schulwesen aus. Wir haben im Burgenland mit durchschnittlich 16,4 Schülern die niedrigsten Volksschulklassen. Und Sie alle kennen die Diskussion österreichweit, dass die Volksschule vielleicht eine der wichtigsten Schulen überhaupt ist. Und wenn man die kleinsten Klassenschüler Höchstzahlen dort hat, hat man gute Ausgangsposition. Wir haben auch sehr kleine und im Durchschnitt auch die kleinsten Klassen im Bereich der neuen Mittelschule, der früheren Hauptschule. Wir haben mit 46,1% im Augenblick und aktuell die zweithöchste Maturantenquote hinter Kärnten. Letztes Jahr war es die höchste, jetzt die zweithöchste. Also wir wechseln uns hier mit Kärnten ab. Und wenn ich, das ist ja jetzt nicht zuständig, auch den Kindergartenbereich dazu nehme, dann haben wir mit über 99% auch in dem Bereich von allen österreichischen Bundesländern die höchste Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen, oder wir liegen auch bei den ganztägigen Schulformen österreichweit im Spitzenfeld. Also ein hohes Niveau, eine sehr hohe Herausforderung und große Herausforderung, hier weitere Verbesserungen durchzuführen. Wir wollen ja im Bildungsbereich nicht auf Defensive setzen, auf Halten setzen, sondern die permanente Herausforderung lautet: Wie können wir noch besser werden? Wie können wir den Unterricht verbessern? Wie können wir die Qualität des Unterrichts verbessern und damit den Kindern noch bessere Bedingungen liefern? Ich glaube, dass eine wesentliche Aufgabe für Magister Heinz Zitz ist, für Bildung zu begeistern. Ich glaube, das ist das Um und Auf, für Bildung zu begeistern. Vom Volksschulkind, vom Tafelklassler bis hin zum Maturanten. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, wie man einen hohen Ertrag in der Bildung erreicht, wie wir uns im PISA-Ranking weiter verbessern können, wie wir im österreichweiten Ranking der Lesekompetenz noch besser werden können. Und die Grundlage ist, für Bildung zu begeistern. Warum habe ich Magister Heinz Zitz vorgeschlagen? Er hat in der Vergangenheit, und das ist mir persönlich schon seit einigen Jahren aufgefallen, im Landesschulrat hervorragende Arbeit geleistet. 2003 bis 2005 war er E-Learning-Clusterleiter im Burgenland. Wenn Sie den burgenländischen Bildungsserver und das E-Learning-Programm ansehen und das mit anderen Bundesländern vergleichen, der Vergleich macht Sie sicher. Wir im Burgenland sind die Nummer 1. Ich bitte Sie, wenn Sie einmal Zeit haben, schauen Sie sich den Bildungsserver Burgenland an und auch das E-Learning-Cluster in Burgenland und vergleichen Sie den mit anderen Bundesländern. Das ist exzellente
Arbeit, die dort geleistet wurde. 1997 bis 2005 war er Mitglied der IKD-Expertengruppe des Bundes, also auch auf Bundesebene ein anerkannter Experte. Diese Leistungen sind, sage ich zum Glück, auch dem Bund nicht verborgen geblieben. 2005 bis 2014 Fachinspektor für Informations- und Kommunikationstechnologien im Landesschulrat für Burgenland. Auch hier hervorragende Arbeit. Moderne Kommunikationstechnologien und Informationstechnologien sind natürlich wichtig für die Zukunft. Und hier einen kompetenten Mann zur Seite zu haben, finde ich für sehr gut. 2007 bis 2014 Geschäftsführer des Bildungsnetzwerkes Burgenland. Also es ist eine hervorragende fachliche Qualifikation. Und ich sage auch eines dazu, ohne exzellenter fachlicher Qualifikation kann es keine Führungsposition geben. Wir sind hier, und da sind wir uns auch einig mit dem neuen Präsidenten, alle Spitzenpositionen werden in Zukunft über ein dreistufiges Verfahren bestellt. Und zwar mit einem Assessment. Jene Firmen, die für die Privatwirtschaft Personalauswahl betreffen, wird es auch in Zukunft für Führungspositionen im Burgenland geben. Also externe, renommierte, anerkannte Assessmentfirmen werden die Spitzenpositionen im Landesschulrat für Burgenland beurteilen und uns Vorschläge machen. Also insofern gehen wir hier einen von Beginn an neuen Weg. Assessments im Bildungsbereich, wir machen das im Land Burgenland, hier im Verwaltungsbereich bereits. Wir haben es bei einigen ausgelagerten Gesellschaften gemacht und in den letzten Jahren alle Spitzenpositionen mussten über Assessments gemacht werden. Magister Heinz Zitz ist hier der Garant dafür, dass dieser Qualitätsgedanke in Zukunft auch weitergetragen wird. Und ich darf auch dazu sagen, dass mich bereits sehr viele Kolleginnen und Kollegen angesprochen haben aus dem Bildungsbereich, die Magister Heinz Zitz als wirklich großartige Persönlichkeit respektieren, seine Leistungen anerkennen. Und ich denke, dass das auch ganz wichtig ist, dass ein kompetenter Fachmann an der Spitze steht, der aber auch hohe soziale Kompetenz hat, der mit den Menschen redet, der versucht, einen Konsens herzustellen, für den Menschlichkeit auch ein nicht nur wichtiges Wort ist, sondern der diese Menschlichkeit auch in entsprechender Form auch lebt. Ich habe gesagt, ein wichtiger Auftrag ist, für Bildung zu begeistern. Und ich habe auch gleich zu Beginn ein 6-Punkte-Bildungsprogramm vorgesehen, das wir versuchen auch umzusetzen. Und ich darf auch dazu sagen, dass dieses 6-Punkte-Bildungsprogramm auch nichts jetzt Neues ist, sondern wir nehmen auch die Schwerpunkte der Regierungsklausur ernst und wollen auch hier in Zukunft mit dem Bildungsministerium wichtige Punkte umsetzen. Der Punkt 1 ist die Anhebung der Grenzbalken zwischen Kindergarten und Schule. Das heißt, diese Barriere, die es teilweise noch gibt, müssen beseitigt werden. Es muss eine bessere Vernetzung zwischen den Kindergärten und den Schulen geben. Die Sprachförderung muss noch weiter verbessert werden. Das reicht bis zu dem Kindergarten hinein, wo es intensivere Sprachkurse geben muss, vor allem für all jene, die es brauchen, vor allem, sage ich auch ganz klar, Kinder mit Migrationshintergrund. Wir wollen diese Barrieren möglichst rasch beenden und das muss natürlich auch in der Volksschule fortgesetzt werden. Drittens ist mehr Autonomie für Schulen. Auch hier werden wir Wege finden, wie die Schulen autonom entscheiden können. Mehr Qualität, und das ist der 4. Punkt, für die ganztägige Schule. Über die ganztägige Schule soll auch gleich möglichst bald die tägliche Turnstunde eingeführt werden. Wir haben das auch teilweise schon, sage ich auch dazu. In den ganztägigen Schulformen gibt es schon weitestgehend die tägliche Turnstunde. Das muss auch noch weiter verbessert und ausgebaut werden. Damit bin ich aber schon beim 5. Punkt, nämlich jeden Tag Bewegung in der ganztägigen Schule. Und 4. Punkt war eben mehr Qualität. Und 6. ist die Initiative Erwachsenenbildung. Lernen hört nicht nach der Schule auf.
Und ich möchte auch dazu sagen, das bin jetzt fast schon einen Schritt zu weit, es wird auch einen ständigen Arbeitskreis geben, an der Spitze der Präsident, aber auch die pädagogische Hochschule, die Fachhochschule und die Erwachsenenbildung. Die werden regelmäßig an einem Tisch zusammenkommen und werden über die Bildung im Burgenland im Allgemeinen, aber natürlich über spezielle Probleme im Besonderen beraten und hier auch Vorschläge der Politik machen, was zu verbessern ist. Also ein Bildungsbeirat mit kompetenten Vertretern und damit ist auch der Präsident Sitz beauftragt, dieses Gremium in den nächsten Wochen, wenn ich so sagen darf, einzuberufen und hier miteinander zu arbeiten. Ich war gestern beim Bundeskanzler und beim Vizekanzler mit den Landeshauptleuten und ich werde auch mit dem Kollegen Haslauer in Salzburg in Zukunft regelmäßig zusammenkommen, um unsere Vorschläge zu präzisieren, wie diese 6 Punkte umgesetzt werden können. Einerseits, andererseits aber auch, welche Verwaltungsreformen möglich sind im Bildungsbereich, also ein Thema, das eh schon lange diskutiert wird, aber auch hier wird natürlich Heinz Zitz mit dabei sein und sozusagen direkt den Zugang zum Ministerium haben, weil die Frau Bildungsministerin auch Wert legt, dass sich da auch in Zukunft, auch nach der Klausur und auch nach einigen sehr kritischen Worten, federführend mit dem Kollegen Haslauer von der ÖVP, diesen Bereich auch mitmache und sozusagen, ich bin der Generalist und damit schließe ich, denn manche werden sagen, naja, der Nissl ist seit 10 Jahren bei allen Bildungsfragen auf Bundesebene dabei, warum kann er nicht selbst den Präsidenten des Landesschulrates machen? Ich sage auch ganz klar, ich bin Generalist, ich glaube, dass ich mich umfassend im Bildungsbereich sehr gut auskenne, weil wenn man was seit über 10 Jahren macht und sehr intensiv macht, dann ist man in der Materie drinnen. Aber wir brauchen auch Spezialisten und Heinz Zitz ist für mich der Spezialist, der auch alle Detailfragen im Bildungsbereich beantworten kann. Und ich bin, wie gesagt, dieser Generalist und ich möchte auch nicht, dass unbedingt ein führender Politiker oder ein Spitzenpolitiker, so wie das in der Vergangenheit der Fall war, an der Spitze des Bildungswesens im Burgenland steht. Dass Menschen eine Gesinnung haben, ich glaube, das gehört zur Demokratie dazu, aber ich glaube, dass es nicht gut ist für den Bildungsbereich, wenn der oder ein Spitzenpolitiker auch tatsächlich operativ praktisch den Bildungsbereich führen würde. Also insofern denke ich, dass wir auch in dem Bereich eine sehr, sehr gute Lösung gefunden haben und versuchen, die beste Bildung den jungen Menschen im Burgenland zu vermitteln. Gratuliere und wünsche dir alles Gute. Lieber Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Medienvertreter, ich möchte mich sehr herzlich bei dir, lieber Landeshauptmann, bedanken für die Nominierung, für das in mich gesetzte Vertrauen, für die Zukunft, für das burgenländische Bildungswesen. Herzlichen Dank noch einmal dafür. Ich werde mein Bestes tun, um den Anforderungen deinerseits auch gerecht zu werden. Ich sehe mich, und das schon seit ich vor 18 Jahren in das Bildungswesen eingestiegen bin, immer als Gestalter und nicht als Verwalter. Ich komme aus dem Bereich der innovativen Technologien. Das heißt, wir mussten uns in den letzten Jahren immer wieder anpassen und Veränderungen durchführen und auch Veränderungen machen. Und in diesem Sinne sehe ich mich auch im Schulbereich, Innovation voranzutreiben, Offenheit zu zeigen, neue Wege zu gehen, die burgenländischen Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft bestmöglich vorzubereiten. Um meine Person zu beschreiben, ist auch ein Entscheidungswille da, das heißt Entscheidungen zu treffen, um Zukunft gestalten zu können, weil gestalten kann man nicht, ohne auch Entscheidungen zu tragen, mitzutragen und sie auch zu treffen, das ist mir sehr wichtig. Und das im Rahmen einer breiten Diskursfähigkeit. Das Einbinden von Schülerinnen und Schülern, das Einbinden von Erziehungsberechtigten und das Einbinden natürlich auch der Schulverwaltung, die ja die Basis dafür machen muss, dass vieles im Schulwesen möglich ist.
Ich kann hier auf sehr hohe Qualität aufbauen, denn mein Vorgänger Dr. Resch hat hier ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wir haben im burgenländischen Schulwesen eine sehr, sehr hohe Qualität, die man, wenn man selbst sich hier befindet, gar nicht so wahrnehmen kann jetzt, wie wenn man es im Vergleich zu anderen Ländern und zu anderen Bundesländern sieht. Ich bin überzeugt davon, dass wir auch zu anderen europäischen Ländern, speziell Burgenland als Region, eine hohe und ausgezeichnete Schulqualität haben. Weil Sie wissen, ich bin international sehr viel unterwegs, kenne mich in Europa aus und wir sind hier sehr, sehr gut unterwegs und wir sind ganz sicher im vordersten Drittel dabei, wenn es um Schulqualität geht und um das, was wir in Burgenland umsetzen. Also das Ziel ist klar definiert, Niveau halten, Qualität weiter ausbauen, Qualität versuchen im gegenseitigen Einverständnis aller Schulpartner, die Erkenntnis aus Wissenschaft und Praxis höchstmöglich im Schulwesen einzubauen, damit wir Fortschritt auch richtig leben können und das auch gemeinsam leben können, weil das, was der Landeshauptmann gesagt hat, ist ganz wichtig und das werde ich auch ganz stark aufnehmen. Es ist wichtig, Begeisterung zu entfachen. Denn Schülerinnen und Schüler lernen von Menschen, die etwas vermitteln wollen und wo sie einen sozialen Kontakt herstellen können. Und deshalb ist es wichtig, Begeisterung stellt diesen Kontakt her und den können wir den Schülerinnen und Schülern vermitteln und das auch im Burgenland umsetzen. Wir gehen einen gemeinsamen Weg mit sehr innovativen Lernumgebungen, die das burgenländische Schulwesen auszeichnen. Und hier sind 4 Punkte für mich sehr wichtig. Das trifft auch das, was du gesagt hast, der Landeshauptmann. Leseförderung, sinnerfassendes Lesen ist die Basis von Bildung. Es ist für alle Fächer wichtig. Lesen ist die Basis für all das, was man in anderen Fächern und was man später tut. Und vor allem das sinnerfassende Lesen. Das muss man in allen Fächern einsetzen, das muss man forcieren, beginnend bereits im Kindergarten, weiterführend in der Volksschule und eigentlich bis die Kinder unser Schulwesen verlassen, ist das ein wichtiger Punkt. Aber um richtig lernen zu können, ist es wichtig, dass unsere Kinder gesund sind. Bewegung und Sport fördert die Gesundheit. Dazu gibt es auch vom Land Initiativen, die wir sehr stark im burgischen Schulwesen unterstützen werden. Wir werden uns um das Konsumverhalten beschäftigen, dass Schüler wieder fit werden oder fit bleiben und Bewegung und Sport etablieren. Dazu haben wir auch schon einen Schritt gesetzt. Es gibt eine Sportkoordination im Landesschulrat für Burgenland, wo wir sehen, wie können wir Sportbewegung im Schulalltag integrieren. Das ist das Wichtige, dass wir das im Schulalltag leben und dann werden es die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause tun. Weil wir übernehmen hier durch die ganztägigen Schulformen auch Verantwortung für diese Kinder. Ich komme aus diesem Bereich, Innovation ist mir etwas Wichtiges. Mit modernsten Mitteln, mit modernsten Lernumgebungen Schülerinnen und Schüler vorzubereiten, sie dort abzuholen, wo sie in Wirklichkeit sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Jugend heute in einem ganz anderen Umfeld, medial, Internettechnologien betreffend, aufwächst, als das zu unserer Zeit war. Und hier ist es wichtig, sie vorzubereiten, dort Wissen zu generieren, Wissen aufzunehmen, es umzusetzen. Da kann ich aus meinen Erfahrungen vom Bildungsnetzwerk Burgenland, wo ich sage, wo wir europaweit Spitze sind bei dem, was wir umgesetzt haben, hier messen wir uns mit den Kernländern wie Norwegen und Schweden, die das machen, wo wir uns hier durchaus messen können, wo wir hier bereits Technologien haben, die wir in den Schulen weiter forcieren können und qualitativ ausbauen können. Das heißt, modernste Mittel für einen zeitgemäßen Unterricht. Das ist mir sehr wichtig. Und diese Lernhilfe, diese Unterstützung und diese Bewegung soll in ganztägigen Unterrichtsformen eingebaut werden, sodass die Schüler bestmöglich vorbereitet sind auf die Zukunft, dass sie Schule leben, dass sie Schule lieben und dass sie die Begeisterung, von der der Landeshauptmann gesprochen hat, aufbringen, in unserem Schulwesen lernen zu wollen, gerne in die Schule gehen und dort auch gerne diese Dinge umsetzen, die wir lehrplanmäßig auch verpflichtet sind, ihnen beizubringen. Wichtig ist es auch, dass sie am Ende ihrer Karriere in Burgenland auch etwas können, Kompetenzen erworben haben und wir sie rausgehen lassen und wissen, wir haben wirklich lebensfähige Menschen für unsere Gesellschaft und für unser System in Burgenland und in der Republik Österreich gebildet. Das ist mein. Gut, danke. Gibt es.